Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte ein paar Nachtgedanken mit dir teilen und dir so einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben, falls du gerade dich damit beschäftigst, hallo liebe Anja, zu Bett zu gehen und den Tag zu beenden, wie du mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht abends einschläfst. Und wenn du dir vorstellst, hallo liebe Margit, du liegst im Bett und hast so ein zufriedenes Lächeln im Gesicht. Liebe Annette, guten Abend, schön, dass auch du dabei bist. Ihr Lieben, ihr seid ja noch nachtaktiv heute. Ist wohl eine gute Zeit, hier noch live zu gehen. Ja, also wenn du dich mit so einem zufriedenen Lächeln im Gesicht zu Bett legst und zudeckst, dann kommt man natürlich in einen anderen Schlaf, als wenn Frau ja mit so einem angespannten so Sorgenfalten hier, ne, wenn man so ins Bett geht. Und das ist etwas, was ich schon jahrelang praktiziere. Ich meine, jeder von uns kennt so Tage, wo tagsüber nicht alles so läuft, wie man sich's vorstellt. Auch ich kenne das immer noch. Und dann sind wir so dazu geneigt, die Aufmerksamkeit auf all die Dinge zu richten, die tagsüber nicht so gelaufen sind, wie wir es eigentlich gerne wollten. Und entsprechend mit dieser Sorgenfalte gehen wir dann abends zu Bett. Und das ist natürlich keine gute mentale Ausrichtung, um in einen erholsamen und ja, erholsamen Schlaf einfach zu fallen oder zu kommen und durchzuschlafen, gut zu schlafen. Und deshalb ein kleiner Tipp von mir, bevor du abends zu Bett gehst, hock dich einfach mal hin, und das ist wirklich egal, ob der Tag richtig gut gelaufen ist oder ob er so gelaufen ist, wo du denkst, naja, auf das eine oder andere hätte ich heute verzichten können, das ist nicht so gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe oder wie ich das haben wollte. Oder vielleicht, das kennen wir ja auch alle, in der einen oder anderen Situation haben wir uns nicht so verhalten, wie wir uns hätten eigentlich gerne verhalten wollen oder was auch immer unser Köpfchen da hier abends so beschäftigt. Und wenn du dich dann abends hinhockst, bevor du überhaupt zu Bett gehst und den Tag mal im wahrsten Sinne des Wortes positiv abschließt. Und zwar hock dich einfach hin, vielleicht magst du dir auch einfach noch ein Kerzlein kurz anzünden. Das sind alles Dinge, die kosten wirklich nicht viel Zeit. 2, 3 Minuten reichen aus. Du zündest dir ein Kerzlein an, hockst dich irgendwo bequem hin, schließt deine Augen und lässt einfach mal so den Tag Revue passieren. Und zwar Revue passieren mit der mentalen Ausrichtung, mit den Gedanken auf die Dinge, die heute richtig gut waren. Such dir einfach mal 3 Dinge aus, die heute richtig gut waren. Egal wie du das Gefühl hast, wie heftig heute alles war. Wenn du dich darauf ausrichtest und bewusst 3 Dinge suchst, die gut heute waren, dann wirst du die auch finden. Und wenn es nur kleine Momente waren, wenn es nur die Tasse Tee ist, die du dir heute mal lecker gegönnt hast, wenn es nur war, dass du, keine Ahnung, hinterm Haus am Mirabellenbaum gestanden hast und leckere Mirabellen genossen hast. Was auch immer, du findest 3 Dinge und das lässt so die anderen Sachen, die dann heute vielleicht nicht so waren, wie du es dir vorgestellt hast, hallo liebe Karin, das lässt alles andere dann so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Und so kannst du den Tag auf eine wirklich gute Art und Weise abschließen, indem du ja die Aufmerksamkeit auf die Dinge richtest, was heute gut war. Vielleicht hattest du eine schöne Begegnung, nichtsdestotrotz mit jemandem. Vielleicht hast du einen schönen Beitrag irgendwo bekommen, gelesen, einen ermutigenden Beitrag bei allem anderen. Vielleicht hast du auch nur auf der Straße ein Lächeln von jemandem geschenkt bekommen. Was auch immer es ist, finde abends, bevor du zu Bett gehst, so 3 Dinge, die trotz allem anderen, was vielleicht nicht so toll war, was vielleicht nicht so prickelnd war,
Finde drei Dinge und die werden dir auch einfallen, wenn du deine Aufmerksamkeit drauf richtest. Noch besser ist es natürlich, wenn du ein Büchlein hast, wo du dir diese Dinge aufschreibst. Das ist natürlich noch besser, aber jetzt gehen wir mal auf die ganz einfache Art und Weise vor, mit wirklich überhaupt keinem Aufwand. Wenn du nur so schon auf die Art und Weise den Tag beendest, dann wirst du auf eine andere Art und Weise mit drei Gedanken an diese Dinge zu Bett gehen und mit einem Lächeln, mit einem Freudelächeln im Gesicht zu diesen drei Dingen einschlafen. Und mir fällt gerade noch ein Tipp ein, der sehr, sehr hilfreich ist, den ich auch jahrelang, als es mir einfach nicht so gut ging, angewandt habe. Und zwar, als es halt in meinem Leben noch so viele Baustellen einfach gab. Falls das bei dir auch noch der Fall ist, dass du sagst, okay, einfach nur die mentale Ausrichtung auf drei Dinge da richten, das reicht mir nicht. Es sind einfach so viele Baustellen im Moment noch in meinem Leben, die rauben mir den Schlaf, die lassen mich einfach nicht gut einschlafen. Dann nutzt es auch nichts, wenn ich nur meine mentale Ausrichtung auf drei Dinge richte. Das klingt so simpel und einfach, aber ist wirklich sehr, sehr wirkungsvoll. Wenn du in dein Schlafzimmer gehst, halt vor der Schlafzimmertür kurz inne und stell dir einfach vor, da hängt so ein Schild an deiner Schlafzimmertür. Stopp. Alles, was mich jetzt noch beschäftigt und belastet, das lasse ich hier jetzt draußen vor der Tür im Flur. Und morgen früh bin ich wieder für alles da. Aber jetzt gehe ich hier zu Bett, leg mich ins Bett, denke nur an die drei Dinge, die heute wunderbar waren. Und alles andere hat hier jetzt im Schlafzimmer nichts zu suchen. Und dann lässt du das mental vor der Tür. Du kannst das ja morgen früh, wenn du aufstehst, wieder alles zu dir nehmen, wenn du es denn möchtest. Du kannst dich mit allem Weiteren wieder beschäftigen. Aber auf die Art und Weise wird es dir auch leichter fallen, wirklich mit einem zufriedenen Lächeln einzuschlafen und alles andere außen vor zu lassen. Denn wenn du dir von diesen Dingen nachts den Schlaf rauben lässt, du änderst ja nicht wirklich daran. Gib mir gern mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, wie sich dieser Tipp für dich anfühlt, dass ich auch ja hier jetzt weiß, ob ich dich damit wirklich erreiche. Denn es sind wirklich Dinge, die mich begleiten und auch vor allem, als ich noch so viele Baustellen in meinem Leben hatte. Und ja, ich kenne das alles noch zu gut, wenn man nachts aufwacht und hat so viele Baustellen noch im Kopf, wie das alles weitergehen soll und so eine Unzufriedenheit. Wenn man einfach merkt, man ist so auf dem Holzweg unterwegs, wie ich es so gerne nenne. Dankeschön. Da hat mir das wirklich enorm geholfen, auf die Art und Weise, ja, den Tag zu beschließen. Das mache ich bis heute noch sowieso. Aber auch, wenn ich ins Zubett gegangen bin, hallo lieber Thorsten, mir einfach vorgestellt habe, dass all das, was mich jetzt belastet, vor der Tür bleibt, im Flur sozusagen bleibt und ich mir gesagt habe oder diesen ganzen Dingen gesagt habe, morgen früh bin ich wieder für euch da, aber jetzt gehe ich hier zu Bett ins Schlafzimmer und lasse alles andere hier draußen. Leg mich hin und finde in einen erholsamen Schlaf und bin mit meinen Gedanken wirklich nur bei den Dingen, mit meiner Aufmerksamkeit, was heute gut gelaufen war. Okay, meine Liebe, mein Lieber, kleine Nachtgedanken für dich. Ich glaube, das hilft dir, je nachdem, wo du gerade stehst, auf die Art und Weise einfach auch deinen Tag besser abzuschließen, in einen erholsamen Schlaf zu finden und mit einem Lächeln im Gesicht wirklich einzuschlafen. Okay, alles Liebe, bis ganz bald. Tschüss, ein gutes Nächte.